Oh nee, hier sieht man noch das offene Fachwerk. Jetzt hast du ja was entdeckt hier. Leute, genau so, das Gefäche nennt man das. Da hat man das hier offen gelassen wie als Fenster. So sah das Original aus. Die dicken Balken, dann kleine, ich sag mal, Ästchen. Und mittendrin ist Lehm, was man mit Pferdemist und Stroh zusammen gemischt hat. Das war das sogenannte Gefäche. Und wenn ihr mal darüber was nachlest, werdet ihr merken, dass das eine verdammt gute Dämmung war. Und jetzt mache ich davon nochmal ein Bild. Geil, Leute, oder? Und jetzt ab. Gut, Leute, hier oben war der Turm. Und hier ist der Gang, von dem wir wahrscheinlich in der Folge zuvor gekommen sind. Und hier seht ihr nochmal schön die ganzen Basaltbrocken. Wenn ihr nicht glaubt, dass es Basalt ist, seht euch diesen Block an. Typische fünfeckige oder sechseckige Form. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, Nocturne. Gut, Leute. Und jetzt laufen wir die Mauer noch mal lang. Hier seht ihr den runden Turm, den ihr kaum erkennen könnt durch die Pflanze. Ich hoffe, dass es auf der Kamera einigermaßen rüberkommt. Wenn nicht, guckt euch noch mal die Sequenz zuvor an. Und jetzt wackeln wir den Weg mal runter. Wer wackelt da? Das wäre irgendwie so Abwasserkanal von Burg. Nee, das muss der alte Baumstamm liegen. Ja, das ist ein Baumstamm, ja. Hier haben sie auch einen Hydrant. 10 cm Durchmesser in 2 Meter Entfernung. Ja, das ist nicht ganz 2 Meter. Keine. Wie hast du das gesagt? Von Durchmesser 1 Meter? Nee. Nee, 10 cm, das sind Millimeter. Das müssen die dran sein mit 10 cm. Das heißt? Glaube ich zumindest. Von diesem Punkt, ja. Meter rüber, das passt. Nee, die Entfernung ist das hier. Das ist der Hydrant, das Durchmesser des Rohres. Und dann guckst du, wo die Linie lang geht, hier entlang. Und das wären 2 Meter Entfernung, haben sie halt hingeschrieben. Das haben wir damals in der Grundschule gelernt. Kelle Mensch, das war noch in den 80er Jahren, Leute. Damals hatten wir nur einen Feind und das war der Kommunismus in den 80er Jahren. Auch in den 70er Jahren. Ihr kennt noch den Kalten Krieg. Ich muss euch das nicht erklären, Leute, oder? Wenn ihr schreibt es in die Kommentare, dann werde ich auch darüber mal ein Video drehen. Wir wissen davon nicht, die jüngere Generation. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier ist noch ein alter Stein mit einem Torbolzen dran, Leute. Da hängt mal eine Tür oder was dran. Hier gab es auch mal Eingang. Ach, dann ist vielleicht der Türpfosten, haben sie ihren Eingang da damals zugesperrt. Kommst du besser mit der Kamera, dann siehst du, da sind Stufen auch. Stimmt, das ist auch, haben die Leute hier Gärtchen gebaut, richtig. Und das haben sie damals hier mit abgesperrt. Ist kaputt gegangen. Upsi. Ach, jetzt weiß ich, das ist der eine Weg, den wir vorhin gesehen hatten. Ja, wo wir in der Innenstadt hier noch waren. Wo ich gesagt habe, das ist der. Richtig, ganz genau, wo ich gesagt habe, boah, der Weg könnte auch spannend sein. Hier seht ihr auch ein schönes Häuslein. Und jetzt gehen wir mal hier den Weg lang Richtung Burg. Also hier begann wohl die Stadt, schätze ich mal. Das ist auch ein interessanter Weg.
Aber wir gehen hier den erstmal die Gasse entlang. Hier seht ihr wieder meine Lieblingspflanze, den Farn. Und von da oben sind wir hochgekommen. Da ist auch wieder das schöne Häuschen. Gut, Leute. Das stimmt, ja. Richtig, oben hat man voll Wind, hier unten ist kein Wind. Und das war mit Sicherheit auch ein alter Brunnen gewesen, Leute. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Gut, Leute, und hier haben wir wieder das Südtor, wo wir auch zu Anfangs gestartet hatten. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit der Untersuchung der Unterburg. Weil bis jetzt haben wir ja nur die Oberburg erforscht, die schon 950 nach Christus erbaut wurde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Leute. Gut, Leute, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Und denkt immer daran, verschmutzte Fahrbahn. Aufgang zur Burg.